Hallo und herzlich willkommen zurück bei Grausig gemeinsam durchgelitten Staffel Numero 2 Hallo. Bloodborne. Und ja, wir haben unseren nächsten Nemesis. Nemesis, der uns zum Leiden bringt, gefunden. Aber er ist machbar. Den kann man töten. Ja, er hat Mann. im Prinzip hat er einen Angriff. Und seine scheiß Giftaura. Ja. Schlupp. Ja, in der letzten Mal haben wir ein paar Versuche gestartet. Ich hatte ihn auf ein Dreiviertel runter. Grauton hat ihn zur Hälfte runter. Und dann war ich nochmal dran und bin irgendwie gleich bei dem ersten Angriff verreckt. Ja. So, hallo zurück. Kurzer Cut. Oder auch nicht, weiß ich nicht, wie das Ja, aus. doch. Doch. So. Ja, wie gesagt, dann graut uns zur Hälfte runter. Ich hatte den halt nochmal einen kurzen Versuch, bin beim ersten Angriff irgendwie gestorben, weil ich überhaupt nicht aufgepasst hatte. Naja, dafür ist es Grauton schon dran. Wer weiß, vielleicht bestraft mich jetzt dafür, dass ich jetzt gerade beim letzten Mal nicht aufgepasst habe. Erstmal wieder Werwolf wieder. Und Oh! jetzt überlebt er es. Er überlebt es aus irgendeinem. Ich hasse es! Warum überlebt er es? Einmal überlebt das und einmal nicht? Die war der Wahl für Schaden, die Waffe macht. Bloodborne? Nee. Das war jetzt auch schon merkwürdig. Ja, allerdings. Boah, naja, vielleicht haben sie wieder so ein bisschen, wie nah man dran steht, aber ich meine, bei der Waffe muss man ja direkt dran stehen. Na. Nun, okay. Ich würde sagen, das Spiel hat mich ausgetrickst. So ein Scheiß. Also, ich mache ihn jetzt. Wir sehen. Ah, ich werde jetzt diesen Boss schlagen. Kein Problem. Ich werde diesmal schaffen. Ganz bestimmt. Wenn der Ladebildschirm weggeht. Das schon, hatten wir in der letzten Folge erwähnt, dass ein Patch da war? Ja. Hatten wir. So, auf und davon. Der aber nichts an den Ladezeiten gemacht hat. Yay. Dafür kann das Spiel schon eben hoffentlich nicht mehr abstürzen. Naja, aber man muss auch sagen, wenn bei einem Spiel irgendwie bei allen Tests und Podcasts und so der ja einer der wenigen und der größte der wenigen Kritikpunkte ist, dass die Ladezeiten zu lang sind, dann macht ein Spiel schon viel richtig. Auch wenn sie es natürlich immer noch gerne fixen würden. Ja. Ja, die Ladezeiten sind halt, also das Problem ist halt, bei anderen Spielen werden halt, wenn es halt so großartig, die Spiele auch so großartig sind, dann diese Ladezeiten, wäre es kein Problem. Problem bei Bloodborne ist, du stirbst oft, das heißt, du hast dementsprechend oft den Ladebildschirm. Und wenn dieser Ladebildschirm dann so lang ist, ist es halt so ein bisschen doof. Mach deinen Angriffsmove. Denk dran, wir haben nicht unendlich Oh. Munition. Das gibt's jetzt nicht! Ey, was ist denn jetzt hier los? Oh Gott. Ich möchte nochmal den Vorschlag äußern, dass wir erstmal den anderen Weg lang gehen. Weil wir haben ja hier auch noch unsere Rechnung mit unserem Gatling-Gun, Giga offen und alles. Also wir müssen eh nochmal hierhin zurückkommen. Ja, da magst du. Hey, du hast unsere Blattekos. Ja, unsere fantastisch vielen. So. Yay. Zur Not halt mit dem Stock. Meine Fresse. Ich probiere es jetzt noch einmal und wenn wir es dann immer nicht hinbekommen, dann. Ich weiß auch nicht mal. Na doch, wir können ja eigentlich den anderen Weg, da müsste es sehr lang gehen. Ja, wir haben ja den Schlüssel da. Na. Für oben. So, aber ich will dieses Gebiet eigentlich gerne abgeschlossen. So, nochmal du. Vor allem, es sieht ja alles danach aus, als wäre der hier optional, ne? Bisschen. Ach nein! Doch, Oh, nein! doch. Nein, Scheiße! Zu früh geflüchtet. Ach so, dann machst du den Charge-Angriff. Ja, es ist, man muss sich wirklich, im Prinzip muss man sich hundertprozentig sicher sein, dass man es gerade schafft. Ja. Sonst weicht man zurück und dann ist es auch schon wieder zu spät. Okay, also es geht sowohl, wenn er hochgeht, als auch wenn er von der Seite zuschlägt. Ja.
Oh! I don't see anything! Ey, aber das ist wirklich, mich trifft er immer. Immer, mit allem und jedem, selbst wenn ich dodge. Und du stehst, bist überfordert und er rennt an dir vorbei. Ich fühle mich echt betrogen. X! Eieiei! Nein, wieso hat er jetzt nicht... Ach so, weil er zweite Phase gekommen ist, verdammt. Ja, ich glaube, es ist auch wieder so, dass du den Stick nicht bewegen darfst dabei. Kann durchaus möglich sein. So. Hälfte. Ich muss tatsächlich sagen, ich würde mich jetzt gerade nicht mal mehr ärgern, wenn du ihn machst. Okay. Bis zu einem bestimmten Punkt ist man ja immer gegeneinander, aber irgendwann sagt man, kann ihn jetzt nicht einfach irgendwie schaffen. Das wäre schön. Krass. Ah! Nein. Oh, war an die Seite geschossen. Ach scheiße. Ach. Oh. Phase? Ja. Ja, ist genau ein Drittel aufgeteilt. Fuck, ich hatte ihn wieder. Nein! Nein! Oh. Alter! Vorsicht! Das war der Charge-Angriff, verdammt. Mann, schon wieder! Hör auf zu chargen, wenn ich direkt vor dir bin, du Mistvieh! Da hatte ich. Och, das ist doch jetzt nicht wahr! Ich hab nichts gesehen durch das blöde Gras gerade. Mann! Entschuldigung. Jedes Mal schaffe ich es so weit, sogar noch ein bisschen weiter. Und dann kommt einmal dieser blöde Charge-Angriff tot. Ja, geh woanders lang. Ah, der Boss gehört mir. So ein Drecks-Kack-Drecks-Spiel, so. So ein scheißes Spiel, ey. Ja, Alter. 0 von 10. Nicht mal mehr eine Tour out of 10. Nee. Tour out of 10, 0 von 10. Ach, dieser scheiß Gamer-Stolz. Ernsthaft? Das ist echt normal? Von mir aus probier den Gatling Gun Opa zur Not nochmal. Vielleicht hast du da mehr Glück. Muss ich ja noch weiter hinlaufen. Nee, musst du einfach nur jetzt die Abkürzung nehmen, musst du nach links anstatt nach rechts. Aber wenn ich hier unten bin, komme ich da nicht mehr hin, oder? Doch. Da sind noch die Treppen und so weiter. Ach nee, warte. Nee. Stimmt. Die andere war, wenn man da hinten, dann kann man droppen. Nein, doch, du kannst da lang. Da gibt's doch diese eine Eisentür direkt unter dem Turm von den Typen. Geh mal links lang. Also wenn du jetzt den Gatling Gun Opa machen willst. Ja, kannst du aber probieren. Nee, jetzt, nicht jetzt, noch mal drunter. Ach so. Also schon die Abkürzung nehmen und den Turm runter, nur dann halt anstatt rechts links. Ach so. Der ist jetzt zum Stock zurück. Es tut mir leid, Stock, dass ich an ihr gezweifelt habe. Die Säge hat mich bitter enttäuscht. Wie konntest nur du, Gato? Ich dachte, wir wären Freunde. Wir sind auch Freunde, Stock. Aber manchmal muss man zu anderen Frauen, Freunden wandern, um den Wert zu erkennen. Das heißt dir. Also, du bist immer bei mir? Nicht immer. Manchmal bei bestimmten Bossen brauche ich längere Waffen als ich. Das ist zwar ein sehr langer Stock, aber... Nicht lang genug, Stock. So, jetzt da lang, oder wie? Genau, da lang. Warum steht da schon wer wohl? Der ist da immer, das ist der mir irgendwann in den Rücken gefallen ist. Stimmt. Keine Sorge, bitte kann ich auch noch länger sehen. Och, ich möchte... Och Gott. Oh Gott. Das ist genau die Kombi, mit der mich beim allerersten Mal, der Werwolf gekillt hat. Alter, vollkommen raus. Ich glaube, jeder glaubt mir, dass ich vor einer Woche gefarmt habe.
Ja, das auf jeden Fall. Ach Mann, was ist da los? Meine Fresse. Geh einfach sterben. Himmelhilf. Oh, guck mal. Das ist eine sehr schöne Todespose. Boah. Ja, du musst mich leiten, ich bin... geradeaus jetzt. Ich mach hier nicht Agent Wolf? Ja. Der hängt da oben. Warum kommt da jetzt nicht Agent Wolf? Ja, haben wir. So, next one. Waren da nicht zwei? Ich weiß nicht. Deswegen slender ich gerade so vorsichtig hinterher. Ist das Slender Graumen? Slender Graumen? Vielleicht war auch das, den gerade getötet ist, das der zweite. Ja, natürlich. Glaube, hatte ich bemerkt. Natürlich bemerkst du mich. Nein! Es sind doch zwei! Aha. Ganz da gut. Kommt noch ein dritter. Ich. Nein, das sind kleine. Die kleinen. Okay. Okay, vielleicht ist der Weg doch nicht so gut. Ja, dann lieber oben lang, ey. Das ist ja hier gerade echt. Nein. Du schaffst das! Machst du? Ja, ich habe gewartet, dass er was tut. Ach so. Aber offenbar wollte er warten, bis... bis ich... Mann, ich kotze. Ich will einfach gerade nur noch kotzen. Nun. Bin halt so. Ja, jetzt kommst du doch bestimmt, weil der Lärm dich... Nö, hab nicht geschrien. Wir haben die ganzen Wölfe gerade so eine geile Todespose. Gut, wir lernen, der Weg oben lang ist besser. Ja, zumindest etwas ungefährlicher. Was merkwürdig erscheint bei den ganzen Gatling-Gun-Feuer. Ein Daumen. Das war jetzt so eine Szene wie in so einem Anime. Ja. Die rennen aneinander vorbei. Ah! Das hole ich mir zurück. Schwein. Hast du es zurückgeholt. Hast du gut gemacht. Vielleicht boykottiert mich jetzt auch einfach der Stock. Ja, weil du ihn verlassen hast. Ja. Ach, ist mein! Ich werde meinen Stock nie wieder verlassen. Hast du auch gerade, du hast die Peitsche! Ja, aber das ist ja, da ist ja der Stock drin. Na gut. So, jetzt hier nach oben. Hier kamen ganz viele kleine. Und nicht ganz viele, ich glaube 3, 4. Aber der bist du, der ist so ein kleiner! Oh. Stirb! Stock! Hast du ihn? Nee. Okay. Dein Blutschirm. Ja, aber der Weg war doch fucking lang, oder nicht? Jetzt muss man hier doch nicht die ganze Halle durch, oder? Nein. Das ist vor der Halle. Jetzt hier durch. Okay, aber kürzer ist er auf keinen Fall. Und auch nicht... Jetzt links. Ja, aber er ist nicht kürzer. Guck mal, oben sind es ein paar kleine Werwölfe. Oder, nee, warte mal, rechts? War doch direkt hier. Genau. Nee, wo war das jetzt? Doch da, genau. Dann lädt er hoch. Und dann bist du da. Also kürzer ist er schon, er ist nur gefährlicher. Ja, aber der dauert von den Gegnern her genauso lange, weil oben musst du so ein paar Pläne verprügeln. Naja, weißt du, wie lange nee, wir haben doch da auch eine Abkürzung. Man kann doch dann droppen, wo er auf einen feuert und dann direkt zu ihm durchrennen. Falls du mich erinnerst. Entschuldigung, stimmt, du hast recht, ich bin doof. Den habe ich komplett vergessen, den Weg. Ja, den dachte ich, aber ich wusste es... Ich meinte den Weg halt hier. Nun. Aber stimmt, du hast recht. Da ich überlebt habe, beschwere ich mich nicht über die Spielzeit. Du sollst darauf. Wenn ich X drücke, dann drücke ich X. Ach so. Ach so? Das meinte der dann. Ich bin Pater Gascoigne, Alter. Spiel die Spieluhr für mich. Ich bin der Spieluhr-Rapper, Mann. Hier oben war der dann schon, ne? Ja. Ich werde jetzt nochmal den Draufprügelplan probieren. Ihn nochmal runterschmeißen. Mhm. Und dann hoffen, dass wir seine geile Waffe bekommen. Habe ich jetzt auch die Säge gewählt. Weil ich glaube, dass die ihn mehr... Au. Au. Nein! Hat er überlebt? Ich glaube, er hat's überlebt. Nein! Mein Glückwunsch. Danke. Das war jetzt erstaunlich leicht. Jetzt müssen wir kurz deine Leiche finden. Vorm Turm. Hast ihn sogar wirklich perfekt runtergeschmissen. Und da der einzigartig sein dürfte, können wir uns jetzt in dem Gebiet hier auch nochmal richtig umgucken, ja. Richtig umgucken, ohne panisch durch ihn zu hetzen. Aber erstmal guckt seine Leiche überprüfen. Müsste ja. Da. Nein! Nein!
Nein! Ernsthaft? Och, Leute. Ernsthaft? Wir kommen nicht ran. Ah! Oh! Das war... Hilfe! Nein, ist ein... Ich kann nein, nicht weg! nein, 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 Ich nein! kann nicht weg! Oh Gott! Oh nee! Vor allem, ich wollte gerade das machen, dass wir das Spiel ausmachen wieder an, denn dann liegt es wahrscheinlich oben. Das kann Aber das sein. können wir jetzt nicht mehr tun, weil jetzt haben wir es verkackt. Das ist echt. Das ist jetzt weg. Ich gehe da mal kurz hin. Vielleicht ist es aber davon anders. Ach, scheiße. Oh, wie bescheuert. Liegt das Zeug da unten, wo es Ja, nicht und dann reinspringt? werde ich da irgendwie eingekesselt und kann nicht mehr wegrutschen. Mann, ey, es ist gerade echt frustrierend. Immer wenn ich irgendwie die Chance hätte, mal ein bisschen wieder aufzuholen, kommt so ein Mist. Ja, gut, ich hätte dran denken können, dass die da kommen können von vorne. Aber dass dann gleich einer hinter mir, einer vor mir und sie vor allem irgendwie meine Schläge aus irgendeinem Grund überleben. Ja, jetzt kannst du ja ganz sicher hier den linken Weg gehen. Das stimmt allerdings. Außer sie sagen jetzt halt, er ist wieder da, weil du hast deine Sachen nicht eingesammelt. Sommer. Sexy. Ah, wäre Witcher 3 doch nur schon da. Dann könnten wir sagen, okay, das ist wohl heute nicht unser Spiel. Das stimmt wohl. Ist nicht unser Spiel, wir spielen Witcher. Aber haben wir auch mal eine Fail-Aufnahmesession. Etwas, das bei Bloodborne sehr selten passiert. Richtig. Okay, Zeit bitte. So. Tja, sind sie schon immer so auf einen zugehüpft? Ja. Das war ja eben mein Problem. Das kann doch nicht wahr sein, was ist jetzt hier Oh los? Gott. Dass sie jedes Mal ein kleines Tick schneller sind. Kleine Drecksviecher. Das ist doch nicht. Ich muss sagen, bei allen Bossen und so, die wir jetzt schon hatten, das ist das erste Mal, dass ich jetzt gerade richtig genervt bin. Ja, probieren. Ist er da wieder? Nein, sonst hätte er schon gescheuert, genau. Gescheuert. Er hat schon gescheuert. Naja, jetzt kannst du ja die Abkürzung nehmen. Hier Da runter. geht noch eins runter und dann noch mal eins runter, ne? Ja. Der war hier rechts. Genau. Ja, Ich muss uns mal hier kurz umgucken. Ich war noch Krähen, ne? Vor ihm auf einmal in den Rücken fliegt. Jetzt hüpft sie nach hinten. hoch. Aha. Sieht bespringbar aus. Ich jetzt auch mal so Frage ist, sollen behaupten. wir da unten auf den Boden springen oder sollen wir da rechts auf die. Ich glaube zuerst dahin und dann vielleicht runter. Ja. Ich geh mal. Oh Gott, wir probieren zu viel aus. Nein, 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 oh Gott, Du lebst. ich wollte gerade sagen, überlebt! Okay. Wo kommen wir jetzt hier hin? Truhe! Ey! Aha. Hallo? Ist doch viel zu groß, sind schon irgendwelche Viecher. Da liegen noch mehr auf dem Boden. Ja. Wird immer wach. So, hab ich jetzt alle aufgeweckt. Nun hat mein Tod immerhin zur Entdeckung Dieses. neuer Orte geführt. Ja. Toll. Immerhin war dein Tod nicht Ähm. vergebens. Sie sehen einen verwirrten Wanderer mit Werwolf-Begleitung. Wobei der bestimmte Wanderer ja auch ein Werwolf ist. Und da kommt noch einer. Ein Da kommen Werwolf. noch viele! Gott!
das ist ja ein neues Werwolfsnest. Wo ist der Ausgang da? Ich bin hier. Also ein paar laufen gerade die Treppe wieder hoch. Ja. Denen ist auch scheißegal, dass ich hier gerade ihren Kollegen zu freischlage. Darfst du nicht schreien lassen, jawohl. Ja, gut. Ja, wenn... Das ist doch... Wie schnell das Mistvieh ist! So, was mit den anderen? Wir sind ja hochgelatscht. Hallo, ihr da oben. Ach, da kommen sie ja gerade. So. Waren das alle? Noch einer. Na, komm bestimmt gleich wieder zurück. Wir haben sogar schon wieder Blutfiolen hier. So, was haben wir in dieser Truhe? Mäßigungsblutedelstein. Wow. Doll. Muss man schon in die Truhe legen. Doll, doll, doll. 6 Blutfiolen. Alles zerdeppern hier. Alles muss zerdeppern werden. Also ich kritisiere das Spiel ja nicht für viel, aber ich muss sagen, die Truhen hätte man auch weglassen können. Weil da ist immer exakt das drin, was in anderen Orten, also bei anderen auch ist oder was auch droppt. Ja. Frag mich, wo wir hier rauskommen. Die sind nämlich nur da, damit irgendwann Mimik kommen kann. Gewehrspeer? Aha. Ich denke mal, da ist noch ein Werwolf. Ja, ja, ich suche den jetzt gerade auch. Da ist er ja. Hey, 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 hey. Gewehrspeer. So. Oh, wir können hier. Der rote Mond steht tief und Bestien beherrschen die Straßen. Haben wir keine andere Wahl, als alles in Schutt und Asche zu legen? Okay, interessant. Ja, wir wissen ja, dass Alt-Janan abgebrannt wurde aus Furcht vor den Bestien. Versenktes Jägergewand, Jägerhandschuhe, Jägerhose. Aha. Rüstung. Interessant. Das ist dieser eine Seitengang ja, hier, ja. Wo wir nicht hochgekommen sind. Stimmt. Ach. So ist das. Gut, ich erreiche es bestimmt, ne? Na gut, aber du kommst auch nicht hier rein, ne? Jetzt soll einen rüber. Mach ein Salto. Verdammt nochmal. Oder mach eine Drop-Attack. Peaks. Na gut. Dann halt eine Peaks-Attack. So, schauen wir uns doch mal ganz kurz an, was haben wir hier bekommen. Ah ne, war ja gar nicht gut. So, wir haben Gascons Ui. Hohe Blutabwehr, extrem hohe Feuerabwehr. Dafür sinkt Giftresistenz, sinkt extremst. Das heißt, wenn wir jetzt hier bleiben wollen würden... Wäre jetzt erstmal Gascoir. Ganz gut. Aber das ist auch nicht schlecht. Ja. Wir müssen mal kurz anlegen. In die Handschuhe. Nee. Ja gut, wenn irgendwann ein feuriger Gegner kommt, dann... Wir können mal kurz das ganze Set anlegen. Ist halt gut gegen Feuer, ja. Ui. Schick. Der hohe Kragen noch so. Aber ich finde, Gascoir gefällt mir besser. Ach, guck mal, der Umhang. Die einzelnen Fäden. Versenkt. Aber wie gut es animiert ist. Cool. Gut, aber wir bleiben bei Gascoir. Ja, aber was wir anfangen werden mit dem versenkten Gewand oder auch nicht und was wir generell nächste Folge vorhaben und ob die Items vielleicht irgendwo liegen, die mir auf brutalste Art und Weise... Moment, ich will noch eine mal kurz gucken. Wir sind bei 2433. Ach ja, der Gewehrspeer. Wir brauchen ein mehr Blutfärbung. Was ist das denn für ein? Blutangriff hat das Ding und physischen Angriff auch ein bisschen. Eine Trickwaffe von den Werkstattketzern der Pulverfässern. Ein Prototyp, der als simple Feuerwaffe und Speer dient. Womöglich der Nachbau einer verlorenen Kanehurst-Waffe. Besitzt keine nennenswerte Funktion, außer dass es die einzige Trickwaffe mit angebauter Pistole ist. Also wirklich so, so, vergesst den Namen, vor allem wenn du sie acht. Gunblade. Danke, Gunblade.
Nur halt ein Gun Spear. Und Ja, aber wenn es Messer. eine Trickwaffe ist, heißt das, das ist für die rechte Hand. Ja. Und das heißt, man wird wahrscheinlich mit dem starken Angriff Pistolen schießen oder so. Aber es ist die Also, Frage, kostet es auch Silberkugeln dann? wahrscheinlich. Wir können es ja mal probieren. Wir können einen Punkt in Blutfärbung rein investieren und dann mal gucken, was es mit dem Schwert auf sich hat. Aber das machen wir dann das nächste Mal. Bis zum nächsten Mal. Euer Ramen. Und euer Grauton. Ciao. Ciao.